EA Pro Productions liest Hans Dominik, Der Brand der Cheops-Pyramide. Heute Kapitel 69. Als sie bald darauf durch die Gartenpforte des Landhauses am Bismarckdamm traten, kam ihnen Mette entgegen, umarmte den Vater, hing sich an Eisenäckers Arm. »Ihr braucht uns gar nichts zu erzählen. Wir sahen und hörten ja fast alles. Der Jubel, mit dem sie dich empfingen.« Sie barg ihr Gesicht, das Stolz und Freude röteten, an ihm. Mit stillem Vergnügen sah Harder ihre ungewöhnliche Lebhaftigkeit. Wie sie erzählte, von der Pyramide, von dem Übergang über die Meerenge, wie sie sich dabei immer wieder an Eisenäcker schmiegte, dessen Hand das alles vollbracht. »Spanien, ja, ein Brief ist gekommen, von González, deinem Freunde.« Sie schritten dem Hause zu. Fern vom Tennisplatz klangen die Stimmen Modestes und Iversens. Die wollten in den nächsten Tagen nach dem Tirsenhof fahren, ihrem künftigen Heim. Eisenäcker öffnete den Brief. Es war ein langes Schreiben. Gar viel hatte der Freund ihm zu berichten. Jetzt spannten sich seine Züge, staunend darin. Die letzten Zeilen, dann hatte er geendet. »Eine Überraschung, die ich euch mitzuteilen habe. Wir wissen, dass der Apparat Montgomerys gestohlen wurde, wissen aber nicht, wer der Täter war. Wir nicht allein, die ganze Welt hat sich über die Frage den Kopf zerbrochen. Durch einen Zufall ist jetzt das Geheimnis gelüftet worden.« Also hört und staunt. »Der Apparat wurde gestohlen auf direkte Veranlassung der maurischen Regierung.« »Durch wen? Und durch wessen Hilfe?« »Ja, ja.« Fast zögernd kamen die Worte aus seinem Munde. »Der Urheber des Planes, der, der am meisten getan hat bei dessen Ausführung, ist die Baronin Jolante von Kaskül.« »Jolante!« Mette war aufgesprungen, lief zu ihm hin, beugte sich über den Brief, las, wo dessen Finger hindeutete. »Jolante von Kaskül!« Sie wandte sich ab, um ihre Erschütterung zu verbergen. »Die arme Modeste!« murmelte sie leise. »Jolante, solch ein Weib, ihre Schönheit, ihr Reichtum! Sie, eine Verbrecherin?« »Lass, Mette.« Harder legte beruhigend den Arm um ihre Schultern. »Nach dem, was da in Ägypten vorgefallen...« Er unterbrach sich. »Weiter, Eisenäcker.« Der fuhr fort. Sie lebte in England mit der ausdrücklichen Bestimmung, für das mauretanische Reich Spionendienste zu leisten. Von ihrem Haus, das Wand an Wand mit dem des maurischen Botschafters lag, konnte sie jederzeit durch eine Maueröffnung direkt mit Mithrad Pascha in Verbindung treten. Von Moskau her war sie mit Lord und Lady Pembroke eng befreundet. Von Lord Pembroke erfuhr sie gelegentlich eines Besuches in Montgomery Hall das Geheimnis der Sicherungen. In einem unbeobachteten Augenblick teilte sie das alles einem Matrosen des Luftschiffes mit, der in maurischen Diensten stand. Der versetzte sich durch irgendwelche Mittel in einen hohen Fieberzustand, wurde bei der Abfahrt des Schiffes zurückgelassen. Nachts erhob er sich heimlich von seinem Lager, schaltete die Sicherungen zur verabredeten Stunde aus. Ein maurisches Flugschiff ließ den Späherkorb in den Hof des Schlosses hinab. Der Matrose legte den inzwischen von ihm geholten Apparat hinein. Das Schiff fuhr ab. Der Matrose schaltete die Sicherungen wieder ein, kehrte zu seinem Lager zurück, wurde später als Gehalt entlassen und verschwand. Der Apparat wurde nach Spanien gebracht, maurischen Gelehrten gezeigt, die daran verzweifelten, ihn in Betrieb zu setzen. »Da, Herr Generaldirektor Harder, halten Sie sich fest«, entwarf Jolante von Kaskül einen Plan, der beinahe unglaublich erscheint. Der Plan war, den Generaldirektor Harder nach Saint-Jean-les-Miracles zu locken, dort aufzuheben und nach Spanien zu bringen. Dort sollten ihm scheinbar spanische Patrioten den Apparat in die Hand geben, mit der Bitte, die Lösung des Geheimnisses zu versuchen, um dann mit Hilfe dieser Energie Spanien zu befreien. Die Wirkung dieser Worte war außerordentlich. Mette hatte sich in Eisenäckers Arme geworfen. Du allein, du warst der Retter. Harder lief wie ein gereiztes Raubtier in dem Zimmer auf und ab. Das ist zu viel, stieß er immer wieder zwischen den Zähnen hervor. Die ist ein Teufelsweib, diese schöne Larve. Teuflisch der Plan. Welch höllische Fantasie, so etwas zu ersinnen. Oder ist das alles nur Fantasie, was der Brief da gibt? Leider nicht. Der Brief stützt sich auf authentische Dokumente.
Bei der teilweise kopflosen Räumung der maurischen Ministerien in Madrid wurde unter anderem in dem Geheimarchiv des Kalifen in einer Mappe sein Briefwechsel mit Jolante von Krasküll gefunden, aus dem das alles klar hervorgeht. Irgendwelche persönlichen Beziehungen zwischen ihr und dem Kalifen müssen auch bestanden haben. Welcher Art, weiß man nicht. Lange saßen sie da, konnten es nicht fassen, das Unfassbare. Jolante, wo mag sie sein? Mette fragte es. Ich, ey.